So, ich wünsche einen wunderbaren guten Abend. Herzlich willkommen zum ersten digitalen Salon in den neuen Räumlichkeiten des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Zum ersten digitalen Salon in diesen ganzen neuen und sehr aufregenden Zeiten. Und es ist gerade alles noch so ein bisschen in Beta und ich hoffe, das klappt alles, inklusive Sound. Der digitale Salon ist natürlich eine Kooperation mit dem D-Radio Wissen. Mein Name ist Jonas Kaiser, ich bin hier assoziierter Forscher. Und Online-Dating, so scheint es, ist irgendwie für Kommunikationswissenschaftler interessant. Deswegen wurde ich gefragt, hier kurz eine Einleitung zu geben. Und ich habe mir so ein paar Gedanken drüber gemacht. Und so ein paar Zahlen eigentlich zu Online-Dating sind ganz spannend, weil in den USA beispielsweise sind mittlerweile über 50% der Bevölkerung der Meinung, Online-Dating ist eine sehr gute Art und Weise, neue Personen kennenzulernen, einfach eine veritable Alternative zum klassischen Menschen kennenlernen. In Deutschland ist es noch ein bisschen geringer, aber wir können deutlich sehen, dass Online-Dating immer mehr irgendwie in der Gesellschaft ankommt. Und ich glaube, da kann jeder und jede hier in diesem Raum aus Erfahrung sprechen. Irgendjemand kennt immer irgendjemanden, der entweder auf Tinder, OkCupid, Parship, vielleicht Elite-Partner, ich weiß es nicht, ist. Oder irgendwie kennt jemanden, der da Geschichten zu erzählen hat, vielleicht Erfolgsgeschichten oder auch nicht. Es gibt ja auch die wildesten Geschichten, wie das genutzt wird. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive habe ich mir Gedanken gemacht, sind so drei Themen besonders interessant. Das eine ist natürlich Algorithmen, also quasi, dass jetzt plötzlich Programme irgendwie versuchen zu verstehen, wie wir ticken und wie wir uns verlieben und wie wir Leute kennenlernen. Vor allem, wie das irgendwie alles zusammenhängt und wie das spannend ist. Christian Rudder, einer der Mitgründer von OkCupid, so einer der größten Online-Dating-Plattformen weltweit, hat gemeint, naja, als sie das gegründet haben, hatten sie überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Und sie haben sich einfach mal hingesetzt und haben überlegt, wonach könnte man das eigentlich machen? Und dann haben sie so Fragen sich überlegt und haben dann so den Algorithmus so berechnen lassen, wie man sich am besten dann eigentlich ergänzt. Und das wurde dann natürlich in Zahlen ausgedrückt, weil Algorithmen müssen immer alles in Zahlen ausdrücken. Und dann haben sie mal ein Experiment gemacht. Sie haben nämlich an einem Tag die Top 10% derjenigen User, die einem eigentlich am besten gefallen sollten, mit denen man am besten sich ergänzen sollte, mit denen ausgetauscht, mit denen man sich überhaupt nicht ergänzen sollte, nämlich mit den niedrigsten 10%. Und das Ergebnis war, dass sich die Durchschnittsdauer der Unterhaltung eigentlich nicht unterschieden haben. Weshalb sie dann einfach auch festgestellt haben, okay, wir sollten vielleicht noch ein bisschen weiter an unseren Algorithmen feilen. Bisher ist es das wohl noch nicht so wirklich. Ein anderer Punkt, der aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive auch super spannend ist, ist, dass es jetzt einfach, weil Online-Dating so prominent in unserem Leben ist, sich ganze Alternativen oder ganze Metaperspektiven um Online-Dating entwickeln. Es gibt mittlerweile Plattformen und Foren, die sich nur um Tinder, OkCupid und weiß ich nicht was drehen, in denen besprochen wird, welche Profilbilder man am besten nutzen sollte, wie man am besten seine Profilbeschreibung macht, damit man irgendwie am sympathischsten und witzigsten und überhaupt klügsten wirkt, wo man am ersten Date hingeht und weiß ich nicht noch was macht. Das irgendwie zeigt so, hey, vor allem auch in jetzigen Zeiten, wo wir alles für irgendwie alles eine Community brauchen, wollen wir auch für Online-Dating, also etwas, was eigentlich nur zwischen zwei Menschen stattfindet, wollen wir auch nochmal eine Community, mit dem wir uns darüber unterhalten, wie das eigentlich so ist mit diesen anderen Menschen. Ein anderer Punkt, weil eine der neuesten Kunstformen ja überhaupt sind ja die Selfies, aber auf Online-Dating kommen Selfies vielleicht nicht so gut an. Deswegen versuchen jetzt Fotostudios extra Angebote für Online-Dating herzustellen. Ja? Also da gibt es so die Möglichkeit, so dein eigenes Profilbild mit Filter und weiß ich nicht was und gefotoshoppt. Und damit man vielleicht nicht ganz so einsam wirkt, kann man sich noch ein Model dazu holen. Ja? Kostet ein bisschen mehr. Und vielleicht, weil man das nicht so gern mag, kann man sich aber auch noch Hunde dazu holen, weil Tiere kommen besonders gut irgendwie auf Tinder beispielsweise an. Das hat übrigens auch tatsächlich ein Tierheim in New York sich gedacht und ausprobiert und Tinder als Vermittlungsinstanz genommen. Das hat sehr gut funktioniert. Sie haben ihre ganzen Tiere losbekommen. Und zu guter Letzt natürlich, tatsächlich Liebe. Ja? Also was macht eigentlich Online-Dating mit Liebe? Was macht es mit Zärtlichkeit, mit unserem Verständnis von Beziehungen? Wie vielleicht auch Flüchtigkeit und Beständigkeit sich verändern? Und da gibt es irgendwie so, wie immer im Internet, eigentlich so zwei Lager, nämlich einerseits natürlich die Pessimisten und die Optimisten. Die Optimisten, die irgendwie sagen, hey, das ist jetzt doch das Prinzip der Vielfalt. Wir hatten noch nie so die Chance, so gut irgendjemand kennenzulernen, der so gut mit uns übereinstimmt.
oder auch so viele Leute kennenzulernen. Das ist ja jedem und jeder irgendwie selbst überlassen, wie man das dann gänzlich macht. Und die anderen, die wiederum sagen, na ja, schon, aber das wird halt zu einer Diktatur der Belanglosigkeit. Alles wird unverfänglich, irgendwie nichts bedeutet irgendwas. Wenn ein Problem in irgendeiner Beziehung existiert, dann ist der nächste Partner, die nächste Partnerin ein Swipe entfernt und dann können wir schauen, vielleicht klappt es da ja. Und die Frage ist natürlich, was passiert eigentlich? Verändert das tatsächlich nur irgendwie unser Verständnis von Liebe und Beziehung? Oder ist das einfach nur, bringt das nur irgendwas zum Ausdruck, was schon immer da ist? Und jetzt merken wir es endlich mal auch so gesellschaftsweit. Und ich bin mal gespannt, welche Fragen ihr hier diskutiert. Aber ich freue mich auf die erste Diskussion hier in den neuen Räumlichkeiten. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Also, kommt ihr mit? Ja. Eigentlich können wir aufhören und direkt jetzt zum Wein rausgehen, weil da war ja alles dabei, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob wir am Ende irgendwie 43 oder so auf die genannten Fragen antworten können. Herzlich willkommen erstmal auch von meiner Seite. Ich bin Katja Weber von D-Radio Wissen. Ich beglückwünsche das HIG zu diesen Räumlichkeiten. Sie können vielleicht Ihre Herkunft als Bank nicht so total verleugnen, aber man sieht, da ist jetzt was Neues drin. Und super, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hoffe, dass man uns auch da draußen, ich glaube, wir werden da übertragen, gut hören kann. Ich glaube, hier drinnen gibt es vielleicht noch den einen oder anderen auf dem Boden Sitzplatz, aber so ungefähr nur 3, 4, 5, falls sich das jemand antun möchte. Ja, ich bin auch gespannt, ob ich hier eher Optimisten oder Pessimisten habe. Also ich würde denken, einen ausgesprochenen Optimisten. Wir können das vielleicht am Ende nochmal statistisch auswerten. Ich denke, ihr alle seid nicht hierher gekommen, ohne zu erfahren irgendwo in der Stadt, dass es alle 11 Minuten auf Parship total rappelt. Man kann nicht durch die Stadt fahren, es sei denn, man gräbt sich einen Tunnel oder so, ohne das zu erfahren und dabei angelächelt zu werden. Ich habe mich mal mit einer Winzerin unterhalten in Rheinland-Pfalz und da stellt sich raus, die kommt aus Westfalen und ich dachte, was macht denn eine Westfälin in der Pfalz am Weinberg? Und die sagte, ja, es gibt so irgendwie so ein katholisches Bauernblatt und dieser Winzer in jungen Jahren fand halt nicht die geeignete Gattin, um den Weinberg zu bestellen und hat da inseriert und sie hat sich gemeldet und so lief's. Jetzt hat Parship den Claim, so geht Verlieben heute, vielleicht würde die Winzerin dann heute eher ins Netz gucken oder die angehende Winzerin. Und würde den Typen antindern oder wegtindern, je nachdem. Ich weiß nicht, wer von euch das im aktiven Wortschatz hat. Ich weiß auch nicht, ob ihr als Tinderellas und Cupids hergekommen seid, aber wäre natürlich hübsch, wenn ja, ihr erzählt uns das auch. Also ihr seid immer gerne eingeladen, wenn ich es nicht blicke, was ziemlich wahrscheinlich ist, vielleicht reinzurufen. Es gibt dann aber hier auch Mikros. Die Mikros gibt's, weil das Ganze eine Radiosendung wird und jetzt auch gestreamt wird. Also allzu intime Bekenntnisse dann vielleicht doch nochmal kurz überdenken, ob man die hier äußern möchte. Wer uns sieht im Stream, ihr könnt über Twitter reinrufen, Hashtag Dicksal und Lydia wird dann freundlicherweise mir gegen das Schienbein treten, wenn ich darauf eingehen sollte. Dann denkt ihr vielleicht, wieso sind denn hier nur 4 Leute? Eigentlich waren noch 4 Gäste, eine Moderatorin angekündigt. Leider ist Martin Dannecker krank und hat uns heute Nachmittag abgesagt. Das wäre eine Perspektive gewesen, also langjähriger, hochverdienter Sexualwissenschaftler, wo mich mal sehr interessiert hätte, was der hat nun schon so einiges kommen und vielleicht auch wieder gehen sehen, was der gemeint hätte. Allerdings sind 3 Leute plus ihr alle, glaube ich, durchaus ausreichend, um, ich hoffe, so viel wie möglich an diesem Thema mal durchzunehmen. Wir haben einen anderen Martin auf jeden Fall da, den ich euch vorstellen wollte, Martin Schienagel, der war so unvernünftig, hat mich nach dem letzten Salon angesprochen und hat gesagt, zu dem Thema, das du angekündigt hast, habe ich eine Masterarbeit geschrieben. Schwupps sitzt er hier, also überlegt euch, wie gesagt, was ihr hier äußern wollt, vielleicht seid ihr dann Gäste anschließend. Du hast geschrieben für die europäischen Ethnologen an der HU und zwar Online-Dating aus einer empirischen, kulturanthropologischen Perspektive. Warst dafür auf Tinder unterwegs und OkCupid und bei dir habe ich gelernt, dass es allein im deutschsprachigen Netz mehr als 2.500 Dating-Plattformen gibt. Also wer die alle durchfrühstücken will, hat zu tun. Erik Hegmann ist so ein bisschen zumindest mitverantwortlich für die vielen lächelnden Menschen, die wir hier auf den Berliner Plakatwänden haben. Er schreibt und berät zu den Themen Liebe und Partnersuche, ist gelernter Journalist,
hat sich aber dann spezialisiert auf Coaching und Liebesfragen. Auf Twitter bist du Chief Love Officer, was ich ganz gut finde. Ich liebe diesen Titel. Ich hätte dich sonst gern als Doc Love vorgestellt. Nein, der ist schon vergeben. Nein. Okay. Die Kollegen wollten mir den Titel Chefredakteur nicht wirklich geben für das Magazin, beziehungsweise .de, und fanden Chief Love Officer schöner. Und ich muss gestehen, ich finde den auch süß. Ich finde den auch süß, aber es schwingt auch was Militärisches mit. Aber wir werden mal sehen, wie sich das liert. Also, jedenfalls kennst du einige Liebesmachmaschinen von innen, Elite Partner vorhin schon genannt, für die hast du gearbeitet, und jetzt bist du der Single- und Beziehungsexperte bei Parship. Ich habe mir das angeguckt, du bist quasi der Erklärbär, also der so ein paar Sachen, die jetzt hier schon angesprochen wurden, eben vermittelt. Nimm nicht das Foto, sondern eher so eins, stell dich nicht gar zu blöd an beim ersten Date, wer bezahlt die Rechnung, und so ein paar Fettnäpfchen schon mal vorneweg benennt. Und Miriam Junge sitzt ganz außen, ist Psychologin, leitet hier in Berlin eine psychotherapeutische Praxis. Du hast schon viel beraten zum Thema Ende der Liebe, Liebeskummer. Auch da gibt es natürlich eine Menge zu reden. Ich denke mal, jetzt in der Praxis kommen wahrscheinlich Singles, Paare, die Fragen, Probleme oder Krisen jedweder Art haben zu ihrem jeweiligen Dasein als eine Hälfte eines Paares oder eben als Single. Und Parship gibt es seit 2000, OkCupid seit 2001, Tinder seit 2012. Das heißt, wir gucken zurück auf gut anderthalb Jahrzehnte Praxis oder Erfahrung mit Apps und Plattformen. Würdest du sagen, das hat die Themen, die bei dir aufs Sofa oder auf den Stuhl vorm Schreibtisch kommen, irgendwie beeinflusst? Spiegelt sich das? In der Praxis der Psychotherapie nicht. Also da sind wirklich dann eher so die tiefer gehenden Themen. Letztendlich ist so eine Verunsicherung oder eben diese Problematik, dass es so viele Möglichkeiten gibt und irgendwie der Teich, in dem irgendwie alle fischen können, irgendwie zu einer ganz großen Unzufriedenheit führt, das schwingt schon irgendwie immer mit. Okay, jetzt wo bleibt das Positive? Jetzt fangen wir gleich an zu meckern. Naja, wir reden ja über meine Praxis. Ne? Aber da kommen irgendwie auch Leute, also hast du auch Erfahrung mit Leuten, die sagen, also der Teil ist groß? In meinem Umfeld durchaus. Also in meinem privaten Umfeld, Freunde, Bekannte durchaus. Also ich bin da persönlich auch ein Vertreter davon, dass ich Online-Dating als Zugewinn empfinde und da durchaus die auch große Fische in dem Teich sein können, die man fangen kann. Und mehr Fische. Und mehr Fische, richtig. Okay, das heißt aber, die Leute qua Beruf, die zu dir kommen, haben damit eher ein Problem und finden, too many options, oder was ist das Problem? Ja, genau. Weil das eben auch so diesen Sog ergibt, aus dem man dann irgendwie sich verlieren kann oder ganz bewusst eine Bremse setzen muss, um zu sagen, so Moment, ich will ja eigentlich nicht irgendwie jetzt 100 Leute daten und 1000 Optionen irgendwie in der Hinterhand haben, und dann weiß man am Ende nicht, wo der Kopf steht und ist eigentlich genau da, wo man am Anfang war. Aber durchaus vorstellbar, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich will 100 und 1000 Leute daten, die haben nur kein Problem und kreuzen deshalb nicht bei dir auf. Richtig. Okay, Martin Dannecker, der uns abspenstig geworden ist heute Nachmittag, der forscht aktuell zum Thema Internetsexualität, also nicht Internet und auch nicht Sexualität so an und für sich, sondern offenbar ist er der Ansicht, da entsteht was Neues, anderes. Würdest du sagen, ja, stimmt, dem kann ich folgen? Da habe ich also keine Erfahrung mit. Also Internet, was genau meint er denn mit diesem Begriff Internetsexualität? Das war eigentlich auch die Frage, die ich ihm stellen wollte. Jetzt habe ich gedacht, schiebe ich sie einfach durch. Da bin ich die Falsche. Wir erleben ja jetzt demnächst mit der Sony neuen Virtual Reality Brille den ersten großen Anbieter, der natürlich selbstverständlich auch Pornoindustrie ankurbeln wird. Okay. Die sind immer die Ersten, die sich auf sowas stürzen. Und es gibt ja schon die ersten Virtual Reality Brillen Pornos. Das wird bestimmt noch spannend. Okay, das ist, dann möchte ich euch allen natürlich den wunderbaren digitalen Salon zum Thema Porno vernetzt empfehlen. Genau dieses unseres Thema. Wir hatten da auch so eine Brille, konnte jeder ausprobieren. Würdest du aber sagen, für das Thema, das wir heute beackern, stimmt das auch? Also die Sexualität, die ich als Userin anbiete oder suche, ist eine andere als die ich so privat habe?
Da muss ich auch natürlich unterscheiden. Also in der Beratung von Paaren und Singles, die ich mache, erlebe ich natürlich auch diejenigen, die ein Problem damit haben, sonst kämen sie nicht zu mir. Also ein Paar, das eine glückliche Sexualität lebt und erfährt und sich darüber austauscht, das geht normalerweise nicht in die Paarberatung. Braucht naja das nicht. Gut, ihr guckt ja auch, was wird aus den Leuten, die da versuchen, zueinander zu finden. Natürlich. Auf der anderen Seite erlebe ich schon, dass viele Menschen eben alleine mit dem Einfluss von Pornografie und ihrer Vorstellung von Sexualität zunehmend Probleme bekommen. Ich will jetzt Pornografie jetzt nicht glatt verteufeln, aber da sind durchaus schon Sachen, wo man sagen kann, oh, es wäre schon schön, wenn die Leute anders aufgeklärt werden wären als durch einen Film, den sie im Internet gesehen haben. Weil die das den Leistungsdruck erhöht oder was? Es erhöht natürlich den Leistungsdruck. Und das Schlimmste, was macht Sex schlecht? Das ist Druck. Das geht aber auch Paaren so. Also Paare auch, ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen für später, aber Paare sehen natürlich auch bei Facebook in sozialen Medien die tollen Bilder von anderen Paaren. Die sehen, wie sie an den Strand gefahren sind, wie sie den tollen Urlaub machen, wie sie sich präsentieren. Die sehen nicht, wie der 15-stündige Flug davor war. Die sehen nicht, wie sie sich gestritten haben, bis sie den Strand gefunden haben. Die sitzen aber zu Hause in einer Situation und denken sich, so wahnsinnig gut geht's mir nicht, sonst würde ich mich jetzt gerade nicht bei Facebook rumtreiben, und sehen stattdessen dann die größtmögliche Diskrepanz von superglücklichen Paaren, die natürlich nur optimierte und kontrollierte Bilder da reinstellen. Und das setzt mich als Paar unter Druck oder auch als Person, als Partner, weil ich mir denke, warum ist das bei mir nicht so? Na gut, wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch euer Geschäftsgebiet, dieses warum geht das mir nicht so, gucke ich mal bei Paarship. Die können was für mich tun. Ich rede jetzt von den Paaren, bei den Singlen. Ich weiß nicht, ob Paarship von Facebook viele Singles bekommt, weil ich kann bei Facebook auch flirten. Also der Kunde, der zur Paarship geht, der geht zu einer Partneragentur. Der geht nicht zum Flirten, der geht nicht zum Tindern. Soll mit ernsten Absichten. Ja, das tut er wirklich, weil es ist ja eine Partnervermittlung, das heißt, es wird nicht auf Masse, sondern auf Selektion ausgesucht. Ich bekomme auch keine Bilder von Partnern zu sehen, sondern ich bekomme nur eine Liste von Porträts, die verschwommen sind, und kann diese Bilder nur persönlich, individuell freigeben. Der Hintergrund, also dieser Gedanke, den jetzt beispielsweise Tinder mit Wisch und Weg hat, ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das eine ist sozusagen auf die Masse und das andere auf die Selektion. Facebook okay. Facebook ist immer noch als Basis für Tinder natürlich Masse. Okay, dann fragen wir den Mann, der die Masse ausprobiert hat. Was war denn überhaupt die Fragestellung für deine Abschlussarbeit? Also was wolltest du rausfinden? Du hast dich ja für die Arbeit dort angemeldet, nicht aus einer gelebten Erfahrung heraus. Genau, so rum eigentlich. Also nochmal ganz kurz, ich glaube, Internetsexualität ist etwas, was auf jeden Fall so alt ist wie das Internet selbst. Und auch sicherlich auch Paarship und OkCupid und Tinder auch Teil dieser Internetsexualität eben sind, in dem Sinne, dass das Internet hilft, Begehren zu leiten, zu strukturieren, irgendwie nicht Begehren zu vielleicht auch erstmal zu äußern? Also wird dann schon gleich strukturiert und die Schubladen aufgemacht? Internet ist ja zuallererst ein Medium, was einfach nur so da ist. Es ist ja eine Infrastruktur, die von den Menschen, also soziale Wesen, die natürlich auch sexuelle Wesen sind, genutzt wird, in dem Sinne, dass das, was sich erstmal im Internet äußert, nicht groß anders ist als das, was es auch sozusagen im Nicht-Internet gibt. Nicht-Internet ist auch super. Also ich meine, wenn man sich das nochmal verdeutlicht, die Hälfte aller Internetseiten, die es gibt, und das ist seit Anbeginn des Internets so, sind auf die Vermittlung pornografischen Inhaltes ausgerichtet. Oder über die Hälfte sogar. Okay, ich möchte aber jetzt weg vom Porno hin zur Suche nach, meinetwegen auch Sex, aber auf jeden Fall Nähe, wie auch immer, was auch immer wir dann draufkleben. Was war die Frage, wieso dachtest du, ich melde mich bei den beiden an und guck mal, was passiert? Ich habe mich bei Dutzend verschiedenen Plattformen angemeldet, um zu verstehen, wie Online-Dating funktioniert im Sinne von, wie kreieren Nutzer und Nutzerinnen in ihrem kulturellen Verhalten dieses Online-Dating. Ich meine, Online-Dating ohne
also Parship und Tinder und was weiß ich, ohne Nutzer ist halt kein Online-Dating. Online-Dating braucht halt die Menschen, die daraus irgendwas machen. Und natürlich gibt's, geben die unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedliche Möglichkeiten vor, wie man sich ausdrücken kann und wie man sich sozusagen miteinander begegnet. Und ich habe gerade eben gelernt, dass man sich auf Parship zum Beispiel eher siezt. Aha, okay. Was ich neu. Was deswegen hat das nicht geklappt, als du da warst. Oder? Hast du geduzt? Nee, ich habe erst vor ein paar Tagen erst versucht, mich mal auf Parship anzumelden, zu gucken, wie das funktioniert. Und dann muss man so einen Test durchmachen. Und also 20 Minuten, eine halbe Stunde lang dauert es, um diesen Persönlichkeitstest durchzumachen. Was habe ich denn nicht geschafft? Okay, du hast gesagt, ja, genau, du wolltest genau, gucken, wie es funktioniert. Genau, also da wie funktioniert es? Was jetzt? Parship? Nein, das weiß ich nicht. Na, also du hast ja gesagt, du hast dich dann eben kapriziert auf Tinder und OkCupid. Genau, Tinder und OkCupid. Da habe ich geschaut, okay, was sind so die verschiedenen... also ich habe halt europäische Ethnologie studiert und da benutzt man sehr stark immer den Kulturbegriff. Da geht es um kulturelle Praxen und Praktiken. Aber habe mir sozusagen die kulturellen Praxen der Online-Daterinnen angeschaut und Online-Dater. Und da geht es um ganz klare, auch dem Internet und dem Online-Dating eigenlogische Kriterien, wie zum Beispiel, wie stelle ich mich da, wie schreibe ich Leute an, wie wähle ich überhaupt aus den Hunderten, Tausenden Möglichkeiten überhaupt aus? Wie präsentiere ich mich selber, um sozusagen auch angesprochen zu werden? Mhm. Das heißt, du könntest jetzt so ein How-To, könntest du ganz gut schreiben? Ach, gar nicht, nee. Aber also das wäre jetzt natürlich die Anschlussfrage, wie präsentiere ich mich und wie wähle ich aus? Also wir haben schon gehört, Hunde funktionieren gut. Ja, also ich muss ehrlich sagen, in dem Sinne interessiert mich das nicht unbedingt, um dann zu sagen, das und das muss man machen, um das richtig aber zu machen. Aber was war denn dann das Ergebnis? Tja, das Ergebnis ist das, was festzuhalten, das, was wir draus machen. Und Online-Dating ist ja, wenn man sich auf einer Plattform bewegt, auch doch relativ eingeschränkt. Also man hat zum Beispiel, man muss ein Profilfoto hochladen oder mehrere. Man muss einen Text schreiben, man muss sozusagen die Innerlichkeit, das eigene, sozusagen die Aura übersetzen in Schrift und Bild. Und es muss so verstanden werden, dass es irgendwie attraktiv wirkt auch für die bestimmten Menschen, die man selbst auch anziehen will. Und das ist ein unglaublich komplexer Prozess, der da abläuft. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich zigtausende verschiedene, relativ wenige Muster, die sich immer und immer wiederholen aus dieser schieren Masse heraus. Das ist halt, also die Leute, die ich befragt habe, die konnten immer sehr gut aufzählen, gar nicht aufzählen unbedingt, was sie ansprechend finden, aber die konnten immer sehr gut auswählen, was sie irgendwie als No-Gos definieren. Mhm. Und das sind halt so, weiß nicht, die oberkörperfreien Typen, irgendwie auch die Art und Weise, wie man Bilder von sich macht, zum Beispiel irgendwie so das Selfie, was ja noch ein relativ neues Kulturprodukt ist, wirkt dann auch sehr gut als Distinktionsmoment sozusagen. Okay, Leute, die irgendwie so ein Duckface machen aus dem 45-Grad-Winkel, das geht nicht. Mhm. Leute mit Kippe und Bier in der Hand, das funktioniert auch nicht. Genau, aber so, ne? Das sind verschiedene Muster, die sich immer wieder repetieren. Würdest du das auch sagen? Also wir reden ja jetzt, also wir arbeiten ja die ganze Zeit schon eigentlich auch seit der Vorrede mit einem anderen Konstrukt Liebe, wo man ja auch, wo wir uns ja auch hinsetzen könnten und könnten es erstmal auseinandernehmen. Aber wenn wir den Begriff benutzen wollen, würdest du sagen, es gibt diese Aufteilung auch im Nicht-Internet, also dass ich erstmal leichter sagen kann, was ich alles nicht möchte, als das, was ich haben will. Also glaube ich zumindest nicht so explizit. Ne? Irgendwie diese Vorselektion findet irgendwie im
normalen Leben nicht statt. Ne? Wenn ich mich irgendwie auf so einem Profil anmelde, dann sind irgendwelche Präferenzen angegeben, die irgendwie, die der Nutzer dann irgendwie auch ganz klar von sich preisgeben will. Ne? Gut, die Schnittmenge von denen, die gerne ins Kino gehen und irgendwie gerne Urlaub machen, ist irgendwie sehr groß, aber dann ist ja irgendwie je nachdem, welches Portal man da benutzt, gibt es da ja nochmal Unterschiede, aber wenn man zumindest die Zeit hat, irgendwie abends in eine Bar zu gehen und sieht da jemand, der einem gefällt, hat man erstmal gar keine Infos, kann nicht vorselektieren. Man weiß nicht, ob der wirklich Single ist, man weiß nicht, ob der auf der Suche ist, man weiß vielleicht, ob er Alkohol trinkt oder keinen Alkohol trinkt und dass er offensichtlich um 19 Uhr nicht mehr arbeitet. Aber mehr Infos hat man da ja erstmal nicht. Also Attraktivität sieht man natürlich irgendwie auch, aber diese ganzen anderen Punkte, die man irgendwie von Nutzern, die in den Online-Profilen ihre selbst darstellen, ist schon sehr vorselektiert. Okay, jetzt hatte ich ja gefragt, ist das ein Unterschied, analog und digital? Du sagst auf jeden Fall. Was ist denn so der kleinste gemeinsame Nenner beider Systeme? Ich habe ja gerade schon gesagt, Liebe könnten wir ja auch dekonstruieren und sagen, ja, gibt es seit dann und dann und funktioniert so und so. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Ist es, könnte man sagen, die Suche nach Nähe? Also Nähe vielleicht als Oberbegriff, ja. Und wie man es dann ausdifferenziert, liegt dann wieder in unterschiedlichen Feldern? Ja, also okay. Nähe ist ja, bei Sex hat man ja auch die Nähe und bei der Suche nach der großen Liebe auch. Also es ist, letztendlich ist dann die Gemeinsamkeit die Suche. Mhm. Du, Erik, hattest aber vorhin gesagt, Parship wiederum sucht unter diesem großen Überbegriff Nähe, ich sag mal so, eher die Heiratswilligen raus, ja, oder? Ja, also Parship ist entstanden vor 15 Jahren aus dem Heiratsmarkt der Zeit, von Holzbrink damals gegründet. Mhm. Da war wirklich die Absicht im Prinzip, das Papier, von dem man wusste, dass es vielleicht irgendwann mal nicht mehr so gut funktionieren würde, als Heiratsmarkt in den digitalen Markt zu übernehmen. Dafür wurde als Mittel zum Zweck ein wissenschaftlicher Test, der von einem Herrn Professor Schmale entwickelt wurde, benutzt. Und der misst 32 Persönlichkeitsaspekte und der misst die so in diesem Fragebogen, der manchmal auch ein bisschen schwierig oder langwierig wirken kann, so, dass sie nicht wissen, welche Aspekte gerade abgefragt werden. Das heißt, sie können nicht sozial erwünscht antworten, wie sie jetzt beispielsweise das tun würden bei Tinder. Tinder ist jetzt auch falsch, da schreibt man nur noch einen Satz. Also welche Fragen Nähe, würde mir Distanz, Nähe-Distanz beispielsweise wäre so ein Ding, da wird gemessen, wie ist das Bedürfnis nach Nähe, wie ist das Bedürfnis nach Distanz, großes Feld, da gibt es mehrere Fragen dazu. Sag und mal eine. Die werde ich nicht nennen, nee, weil der Spaß ist natürlich ja genau der, nicht zu wissen, worauf diese Fragen einzahlen, weil ich soll mich ja nicht anders darstellen, als ich bin. Es geht darum, bei diesem Test zu messen, wie würden zwei Menschen zusammenpassen, die bereits 2 Jahre eine Beziehung führen. Also da, wo es schwierig wird. Genau. Und deswegen gibt es dann auch da so viele Diagramme, wo dann steht, ja, also Ihr Nähebedürfnis ist ein bisschen anders als das von Person X, die wir Ihnen da gerade vorstellen, könnte aber gut funktionieren, weil Sie haben beide ein großes Talent für Kommunikation, kriegen Sie hin. Steht aber auch vielleicht dabei, großes Ausrufezeichen, würden wir eher abraten, geht auch, in der Liebe ist alles möglich, ist nur nicht alles gleich wahrscheinlich. Was ist denn das für eine Aussage? Das bedeutet, dass alles möglich ist. Es kann sich jeder treffen. Es kann jeder sich verlieben. Es gibt Menschen, die würden ich objektiv als wenig sympathisch empfinden und die sind trotzdem glücklich in einer glücklichen Partnerschaft. Also insofern ist es alles möglich. Okay, versuchen wir es nochmal anders. Wir hatten ja gerade festgehalten, Oberbegriff für heute Abend vielleicht Nähe. Die Nähe, das Verhältnis, die Beziehung, die sich daraus entwickelt, dass ich meinen Counterpart im Netz gefunden habe und nicht in der Arbeit, im Freundeskreis oder in der U-Bahn, ist das, was danach entsteht, qualitativ irgendwie anders, weil es eben nicht analog gefunkt hat, sondern erstmal durch Schreiben und Bild angucken das und so? Das kann man tatsächlich objektiv noch nicht messen, weil das eine gibt es seit 15 Jahren, das andere machen wir seit 200 Jahren. Also die romantische Liebe, das romantische Liebesideal, die Heirat aus Liebe gibt es erst seit kurzem. Aber richtig kurz gibt es erst Online-Dating und die Partnersuche danach. Es gibt allerdings in Amerika bereits erste Studien, die tatsächlich sagen, dass die online geschlossenen Beziehungen
sogar stabiler sein sollen. Das muss aber die Zeit erst mal beweisen. Was dafür sprechen kann, ist tatsächlich, dass es eben nicht über den Zauber der Liebe auf den ersten Blick funktioniert. Diese Disneyfizierung von wir wollen jetzt unbedingt, es muss Peng machen, wenn man sich begegnet und dann ist alles toll und alles bis ans Ende der Tage gut, sondern da sind Menschen, die tatsächlich sich mit einem solchen Test auseinandersetzen, die reflektieren über ihre eigene Persönlichkeit, die auch sich überlegen, wer passt zu mir, in welchen Bereichen. Das kann sein, dass das vielleicht auf Dauer tragfähiger ist als Liebe auf den ersten Blick, die hauptsächlicherweise in der Regel sexuelle Anziehungskraft ist. Okay, ich glaube, auf den Punkt müssen wir nochmal zurückkommen, aber ich würde jetzt gerne erst nochmal mit dir sprechen, Martin. Ich habe deine Arbeit, ich gestehe es, nicht komplett gelesen, aber auszugsweise, und du sprichst von der Dating-Industrie, die es ja de facto ist. Wir haben ja gerade gehört, wie Parship zum Beispiel zustande gekommen ist, als Teil einer sexuellen Ökonomie. Da frage ich mich ja, aber gibt es diese Ökonomie, bei dir steckt das auch schon drin, nicht auch im analogen Raum? Also wenn wir uns auf einer Party kennenlernen oder irgendjemanden auf einer Party kennenlernt oder hier im digitalen Salon, dann tun wir es auch nicht mit verbundenen Augen und ohne zu sprechen. Und relativ schnell habe ich erste optische Infos. Ich weiß, ob der Typ einen geraden Satz zimmern kann und so weiter. Also gibt es diese Ökonomie nicht auch im analogen Raum? Ich glaube, ja. also wenn wir jetzt so darüber sprechen, inwieweit werden Beziehungen oder so Beziehungsanbahnungen ökonomisiert, dann ist es, was wir mit den Online-Dating-Plattformen beobachten, sicherlich nochmal, also es ist eine Innovation, so. Da gibt es auf einmal Vermittlungsinstanzen, die ähnlich wie Zeitungsannoncen auch, ich meine natürlich für Zeitungsannoncen wurde auch in den 1950ern schon Geld angenommen, aber das ist ja nochmal eine ganz qualitativ ganz andere Ebene. Aber andererseits sind natürlich Beziehungen und Beziehungsformen und Paarformationen nicht ohne gesellschaftliche und ökonomische Formation zu denken. Also die traditionelle Ehe zum Beispiel, die Paarbeziehung schlechthin, traditionelle Paarbeziehung schlechthin, das ist geschichtlich, historisch natürlich in allererster Linie immer eine eher ökonomische Zusammenkunft zwischen zwei oder mehreren Menschen gewesen. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, bei dem, was ich bei dir gelesen habe, dass du das in Bezug auf die Dating-Industrie kritisierst. Wo ich so aber denke, okay, verlängert sich halt ins Netz. Also wie du sagtest ja vorhin auch schon, alle Sachen, die es sonst so gibt, finden sich dann da auch wieder, spezialisieren sich, bilden Gruppen, bilden Nischen, bilden Schubladen. Insofern verlängert sich das dann halt eben auch in diese Instanz hinein. Oder würdest du sagen, das gibt nochmal einen Grund mehr, das irgendwie evil zu finden? Ach, also ich finde, also natürlich aus einer gewissen politischen Perspektive heraus kann man jede Form von Kapitalisierung etc. auch irgendwie schlecht und nicht erstrebenswert finden. Aber das zu so einer moralischen Frage zu machen, dass das, was jetzt sozusagen in dieser Paarkonstitution irgendwie gemacht wird, das gesondert irgendwie nochmal schlecht zu finden und finde ich. Also es muss man nicht machen. Du arbeitest ja mit Adorno und Kulturindustrie mit diesem Begriff und da wehte mich das so an, wo ich dachte, sind das nicht vielleicht auch einfach ziemliche Spaßbremsen? Also weiß ich nicht, ob jetzt Adorno der Richtige gewesen wäre, um eine App wie Tinder zu beurteilen. Ich glaube, ich meine einerseits, Spaßbremse vielleicht ja. Also weil es halt natürlich so eine Möglichkeit gibt, Sachen kritisch zu analysieren. Und etwas kritisch zu analysieren macht halt, verdirbt einem vielleicht auch so gewisse Momente. was ich sagen wollte, ist so, okay, man kann, also natürlich gibt es zum Beispiel diese iDate-Messe, die mehrmals im Jahr in verschiedenen großen Städten stattfindet und wo sich einfach Branchengrößen zusammenfinden und Innovationen vorstellen und neue Business-Konzepte vorstellen, wie auf jeder Buch- und Automesse auch. Aber das ist für mich jetzt nicht das spezifische Moment zu sagen, okay, das ist jetzt schlecht.
Aber es ist trotzdem schon noch interessant, dass es irgendwie, nachdem wir, nachdem verschiedenste andere Elemente in unserem Leben und Alltag digitalisiert wurden, also zum Beispiel über die E-Mail oder so, wie wir unsere Arbeit organisieren oder wie wir uns oder einige von uns sich halt im Internet in Unikurse anmelden oder halt irgendwie über Facebook soziale Kontakte aufrechterhalten, dann ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass sozusagen auch eine jüngere Generation, und das ist, glaube ich, das, der Unterschied zu diesen Partnerschaftsvermittlungen im Internet, die es ja schon seit 15, 20 Jahren gibt, dass das sich auch angeeignet wird. Okay, also bei dir, du sagst, okay, ich ziehe das zurück, kein moralisches Urteil. Bei dir, Erik, fand ich das ganz interessant zu lesen in einem Artikel, dass du explizit die Ökonomisierung der Liebe beklagst. Vorhin fiel ja auch schon das Wort Disneyfizierung. Da steckt das auch drin. Du hast geschrieben, wir erzeugen Marktwert durch Darstellung in sozialen Medien. Und dann gibt es ein Zitat von dir, wir sind alle Marketingagenturen unserer selbst geworden, indem wir eben das optimale Bild mit den optimalen Infos, die optimale erste Kontaktaufnahme und so weiter betreiben. Gleichzeitig arbeitest du für Parship, 35 Euro im Monat kostet die Premium-Mitgliedschaft. Und detaillierte Preise, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, kriege ich sowieso erst nach Anmeldung genannt. So weit bin ich aber nicht gegangen. Siehst du da auch einen kleinen Widerspruch? Nein. Ah, dann nein. Musst du uns den nicht vorhandenen Widerspruch nein, erklären. Nein, den sehe ich deswegen nicht, weil Parship bietet eine Dienstleistung an und die muss honoriert werden. Ja, davon weil, abgesehen, aber wenn ich mir in einem Hotel einchecke, dann sehe ich, was aber kostet das Doppelzimmer mit und ohne es gibt dies kostenlos, und das? Also ich bin nicht für die Marketingkonstruktion zuständig, aber es gibt in rauen Mengen kostenlose Internetbörsen. Also man kann Alternativen nutzen. Es wird niemand gezwungen dazu. Und Parship ist deswegen natürlich auch teuer, weil es viel Geld in die Werbung steckt. Denn was ist das Ziel? Ja, was ist das Ziel einer Partneragentur? Das Ziel einer Partneragentur ist, den zahlenden Mitgliedern Partner zu vermitteln. Dafür muss man Werbung machen. Wie wir gehört haben, es gibt 2500 Partnerbörsen-Dating-Angebote. Davon muss man sich abheben, wenn man sagen will, liebe Leute, kommt lieber zu mir, bei uns gibt es gute Chancen, einen Partner zu treffen. Und zwar einen Partner fürs Leben. Das ist der Unterschied beispielsweise zu anderen Sachen wie jetzt Tinder, die sagen, wir bieten alles an. Es gab jetzt kürzlich eine interessante Studie bei Tinder, beispielsweise Tinder aus Großbritannien. Da waren über 60% der Tinder-Mitglieder in Beziehungen. Kein Wunder natürlich, dass es da nicht zu so wahnsinnig vielen Dates kommt. Insofern, also ich glaube auch, dass eine Dating-App beispielsweise viel mehr heute Freizeitbeschäftigung ist. Und insofern tatsächlich eben Freizeit und Internet zusammengekommen sind und da gehört Dating einfach dazu. Das heißt, du hast kein Problem damit oder denkst nicht, scheiße, Liebe wird immer doller ökonomisiert und scheiße, ich arbeite daran mit. Nein. Nein, das kann ich auch ganz deutlich sagen, weil auch in der Paarberatung oder auch als Single-Coach profitiere ich natürlich sozusagen vom Elend der Menschen, insofern, dass ich versuche, ihnen zu helfen. Und was kommt heraus, wenn ich bei Parship arbeite? Sie würden ja nicht zu mir kommen, wenn Sie kein Problem hätten. So, völlig richtig. Insofern, da finde ich nichts Anrüchiges dran. Und ich muss dazu sagen, bei Parship gab es in den letzten 15 Jahren mehrere hunderttausend Paare. Es gibt über 80.000 Parship-Babys. Es gibt schlimmere Arbeitgeber und es gibt schlimmere Erfolge. Okay, gut. Wir kommen auf so ein paar so eine Sachen nochmal zu sprechen. Auch das, ich habe auch gelesen, schon im ersten Jahr heiraten 37% aller Menschen, die sich da verlieben und begegnen. Ich würde aber gerne nochmal mit dir sprechen, Miriam. Du verdienst ja insofern auch am Elend der Menschen, was ich aber überhaupt, also ich nehme nur den Wortlaut, was ich überhaupt nicht moralisch anrüchig finde, weil es letzten Endes eine Dienstleistung ist und eine Hilfe, die ihr versucht zu geben. Ich würde hier gerne Berliner Autorin reinzitieren, Nina Wagner, die hat jüngst geschrieben über ihren ausgedehnten Tinder-Selbstversuch und im Tipp gab es ein Interview. Da sagte sie, jetzt ist mein Tinder-Account gelöscht und ein Fazit ist, dass die Sache nicht besonders menschenfreundlich ist, weil man dort Menschen konsumiert und das will ich nicht mehr. Würdest du sagen, das ist richtig, dort werden Menschen konsumiert?
Ja, das meinte ich eben auch mit dem Sog, ne, von dem ich gesprochen habe, dass man, dass ich mir gut vorstellen kann, dass man einfach durch diese ständige Verfügbarkeit irgendwie von Matches und auch irgendwie in diesen Strudel kommt, also ja, jetzt habe ich irgendwie heute zu wenig Matches, jetzt muss ich mal mehr matchen, irgendwie allein irgendwie den Selbstwert so ein bisschen zu pushen. Letztendlich in diesen Sog gerät und den, glaube ich, ziemlich bewusst stoppen muss und zu sagen, so, das ist eigentlich nicht das, was ich ursprünglich wollte, irgendwie. Aber vielleicht ist es ja das, was ich ursprünglich wollte. Ja, aber dann ist ja alles gut, dann ist ja glücklich. Also sprich, Menschenkonsum ist okay, wenn alle Beteiligten sagen, ja, wollen wir. Naja, also ja, wenn die das alle wollen. Also es ist ja nicht so, dass alle das wollen, aber das ist ja eben die Möglichkeit, dass jeder im Endeffekt, wenn er richtig kommuniziert und wie klar irgendwie auch sagt, zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach Sex, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung und dann irgendwie sicherlich mit Vorsicht auch gucken muss, ob diese Aussagen noch zutreffen, für sich irgendwie das Stück rausnehmen kann, was ihm gut tut. Und dann an einem Punkt, wenn er merkt, oder wie sie jetzt irgendwie offensichtlich gemerkt hat, dass das irgendwie in Menschenkonsum übergeht, dass das uns für sich stoppt und merkt, das ist für mich nicht der richtige Weg. Also die Wahl hat ja im Endeffekt jeder. Mhm. Das Zitat geht auch noch weiter. Da sagt sie, Tinder ist ja so eine Art Spiel, das sich erschöpft und zur Routine wird. Man erzählt ja immer das Gleiche. Es ist ein Spiel und ich habe es durchgespielt. Wo ich dachte, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben einfach eine Phase ist, die man so durchmacht. Also man hatte alle möglichen modischen Orientierungen vielleicht. Man hat sich diverse Hobbys zugelegt und man hat vielleicht auch mal irgendwie einen Sommer oder 3 Jahre lang irgendwie durchgetindert. Haltet ihr das für plausibel als aus der Coaching-Sicht? Du ja? Durchaus. Ja, und du, Erik? Ja, ich erlebe das auch, dass das Klienten mal ein halbes Jahr lang sehr intensiv beispielsweise über eine Dating-App Kontakte geknüpft haben und dann frustriert sind, weil eben nicht wirklich tolle Verabredungen rausgekommen sind. Und dann ist halt die Frage, war es der Zugang, war es die Nutzung, war es eine falsche Darstellung, war es eine unpassende Darstellung? Da fällt häufig gern dieser Satz, ich gerate immer an die Falschen, wo ich dann sage, den haben sie sich höchstwahrscheinlich selber rausgesucht. Da muss man dann manchmal schon unterscheiden, auch, ich glaube, man muss auch lernen, mit diesen kleinen Unterschieden bei den Profilen umzugehen und herauszufinden, sind das jetzt Dinge, die mir tatsächlich in der Beziehung guttun würden, sind das Dinge, die mich jetzt nur einfach ganz kurz spontan anmachen, weil ich sexy finde, kann ich das langfristig ertragen? Ich glaube, da müssen Menschen einfach auch lernen, damit umzugehen. Jetzt hast du eben die Disneyfizierung angesprochen. Es gibt bei euch auf der Seite 2 Wahnsinnsclips, also ich habe sie mir heute mehrfach angeguckt. Wir haben hier leider keinen Beamer, deswegen muss ich es erzählen, was aber echt weniger als die Hälfte der Miete ist. Also guckt sie euch selber nochmal an, wenn ihr wollt. Da werden natürlich in einer Minute 14, das ist noch kostenlos, ich bin nicht in das Kostenpflichtige vorgedrungen, da werden in einer Minute 14 im Disney-Schnellformat bewährte Liebesgeschichten erzählt mit den Protagonisten, die sich bei euch gefunden haben, Moni und Flo. Moni und Flo stehen schon mal offenbar beide auf abgekürzte Vornamen, insofern Match. Dann war zu sehen auf einem Bild mit Weizenbier in Alpenkulisse. Ich würde da gerne mal kurz unterbrechen. Was ich fies finde, ist, sich über Menschen, die offensichtlich glücklich sind, die sich gefunden haben, lustig zu machen. Ich erzähle, was ihr mir erzählt habt. Jeder kann das nachher nachgucken. Das ist schon richtig. Aber Moni und Flo haben sich offensichtlich gefunden, weil sie kurze Namen haben. Entschuldigung, das ist eine Bewertung. Pass auf, es kommt zum Schluss raus, wieso ich das sage. Sie trinkt Weizenbier in Alpenkulisse, er geht gerne klettern. Dann treffen sie sich und es ist, dann kommt eben doch diese Liebe auf den ersten Blick. Sie kam rein und ich wusste, das ist meine Frau. Dann machen sie den Härtetest, also das alles erzählt in einer Minute 14, kürzer als ich jetzt bin, machen sie den Härtetest, fahren 5 Wochen zusammen nach Neuseeland, sprich das Interesse an ausgedehnten Reisen, als auch der Schotter dafür scheint offenbar da zu sein. Dann nächste Station, Heiratsantrag auf den Malediven. Super. Das alles in so einem sanften Bayerisch vorgetragen. Dann gibt es auch noch so für die eher nordischen Geister ein Paar aus Bremen. Die sind so ein Ticken älter und so ein bisschen bremerischer und so und finden aber auch zu ihrem Liebesglück. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so, dass so eine Ähnlichkeit und deswegen die Namen und deswegen die Reisen und deswegen das Alpenidyll, dass immer so eine Ähnlichkeit
beglückt. Ich weiß nicht, ob jetzt nur die Narzisstin in mir gekränkt ist und sagt, oh, ich bin so crazy. Nur weil ich irgendwas mag, darf jemand anderes, den ich mag, was anderes mögen. Nein, also Gemeinsamkeiten sind schon das, was eine Beziehung auf Dauer zusammenhält. Die Unterschiede müssen von Paaren auf Dauer als Ergänzungen erlebt werden. Sonst scheitern die an diesen Unterschieden, sonst bekriegen die sich darüber. Das heißt, Matching Points sind der Weg zum Glück. Die Matching Points, ich kenne auch Paare, die haben von unten angefangen. Und sind sehr glücklich geworden. Insofern, ich würde sagen, dass... Da hinten die Frau, die so lacht, kennt auch so jemanden. Also insofern, wie ich vorhin sagte, deswegen, ne, es ist alles möglich, nur nicht alles gleich wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich durch Matching Points. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich durch Matching Points, zumindest, dass die beiden, die sich treffen, tatsächlich einen spannenden, interessanten Abend miteinander verbringen und sich höchstwahrscheinlich auf einer Wellenlänge befinden. Also das, was wir normalerweise früher im Freundeskreis erlebt haben, Freunde von Freunden signalisieren uns ja, da sind ähnliche Typen wie wir. Die stehen auf die gleichen Dinge. Du solltest die sowieso kennenlernen. Ja. So, deswegen ist der Freundeskreis auch heute immer noch Kuppler Nummer 1. Kuppler Nummer 2 dagegen ist der Arbeitsplatz. Da lernen wir Leute auf Dauer kennen, erleben sie in verschiedenen Situationen, fassen Vertrauen, finden dann plötzlich irgendwas toll und verlieben uns. Platz 3 kommt heute mittlerweile das Internet. Früher war da Freizeit. Und das, glaube ich, bestärkt auch sogar meine These, dass Internet und Freizeit sehr, sehr eng zusammengewachsen sind. Insofern geht es nicht nur um gleiche Interessen, sondern eben auch darum, können Menschen tatsächlich später in der Beziehung auf die Veränderungen, die von innen und außen über 10, über 20 Jahre Beziehung einwirken, gemeinsam reagieren? Können sie das als Team tun oder leben sie sich auseinander? Und das sind die Dinge, die ein solcher Test messen will oder versucht zu messen. Der kann nicht messen, verlieben sich diese beiden. Würdest du auch sagen, Liebe, oder wir hatten uns ja darauf geeinigt, Liebeswahrscheinlichkeit equals Matching Points oder Ähnlichkeit? Wahrscheinlich, um zu starten, auf jeden Fall. Die Schritte danach, irgendwie die, wo es ums wirkliche Kennenlernen geht und irgendwie auch Konflikte auszuhalten, da kommen einfach mehr Faktoren dazu, wie Kommunikationsfähigkeit und auch Konfliktlösefähigkeiten. Aber wahrscheinlich ist das schon die richtige Basis. Ja. Mhm. So, leider haben wir zu meinem Schrecken gleich 7:50 und ihr habt alle noch gar nichts gesagt, aber ich habe das Gefühl, ihr nehmt lebhaft teil. Also vielleicht möchtet ihr uns ein paar, ich glaube, vorhin habe ich mal ein gehört oder den Lacher eben erklären oder aber Fragen stellen an die Menschen hier vorne. Dann machen wir weiter Frontalunterricht. Ihr müsst euch entscheiden. Bitte schön, wir haben ein Mikro. Ich würde dich zwar auch so hören, aber fürs Radio wäre es schön mit Mikro. Zum Thema Matching. Vielleicht stellt ihr euch auch freundlicherweise kurz vor. Ich heiße Timo Semig. Okay. Zum Thema Matching Point. Gibt es jetzt hier den Feedback? Okay. Zum Thema Matching Point habe ich von einer Anekdote oder vielleicht auch einer wahren Geschichte gehört. Es wurde verglichen, also die Paare, die am längsten sich getroffen haben auf Dating-Plattformen und am längsten gehalten haben, waren die zwei Fragen gemeinsam beantwortet haben. Und die lauteten: Guckst du gerne Horrorfilme und würdest du allein in den Urlaub fahren? Also die das, ja, ich würde allein und ja, ich gucke Horrorfilme, die passten oder andersrum halt nicht. Und nicht so eine Sachen wie, ja, ich stehe auf Blumen oder ich fahre gerne in Urlaub oder was auch immer, sondern diese beiden Fragen waren am Ende die längst anhaltenden Beziehungen gemeinsam hatten. Ist das, kann man sowas bestätigen? Das ist wahrscheinlich eine Frage an dich. So, zumal oder du davon uns ja gehört gesagt mal. Hast, es geht gar nicht darum, was diese Fragen, also ob jetzt rot oder blau deine Lieblingsfarbe ist oder du gerne Horrorfilme guckst oder Biopics, also sondern dass ihr damit ja irgendwie also was anderes Geheimnis rausfinden. Also ich kann mir gut vorstellen, ein Geheimnis ist nicht, das sind die Big Five, das ist jetzt nicht wirklich so wahnsinnig überraschend. Was ich interessant finde, ist die Frage mit den Horrorfilmen, weil das ist natürlich schon was Spezielles. Also ich glaube, Menschen, die sich auf so einem gemeinsamen Interesse befinden, die ticken mit Sicherheit in vielen Bereichen ähnlich. Also ob ich jetzt Splatter toll finde oder Splatter grauenhaft finde, da habe ich wahrscheinlich schon einen ähnlichen Hintergrund, ein gleiches Verständnis. Die zweite Frage war... Die würdest du alleine in den Urlaub fahren? Die finde ich schwieriger, weil das so eine Sache ist,
die ein Single wahrscheinlich schon anders beantworten würde als jemand in einer Partnerschaft. Da steckt für mich schon viel Hoffnung und Erwartung drin, wie das dann eigentlich in der Beziehung sein soll. Ich glaube, wenn diese zwei Fragen das wirklich wären, dann gäbe es schon jemanden, der daraus ein ganz super erfolgreiches Dating-Angebot gemacht hätte. Weil das wäre ja super. Könnte man sich den ganzen anderen teuren Spaß schenken. Irgendwie ein Single-Reiseunternehmen für Horrorfilm-Freunde? Hat man ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Okay, bitteschön. Ja. Hallo, Wolfgang Gründinger. Ich bin vom Fachkreis Digital Dating vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, BVDW. Es gibt aus den USA Erfahrungen mit einem Partnerschaftsportal, das von einer rechtschristlichen Gruppe wohl gehackt worden ist. Und dann kam raus, dass es eigentlich nur 90% der Frauen waren irgendwie Fake-Profile. Also die Männer konnten gar nicht fremdgehen, weil es im Partnerschaftsportal gab es einfach keine Frauen. Die Frage ist, hatte dieses Ereignis irgendwelche Repercussions im deutschen Markt? Also vertrauen die Leute in Deutschland das seither auch weniger solchen Dating-Portalen? Und sind so Fragen wie Datenschutz, IT-Sicherheit und dergleichen großartige Probleme, mit denen sich die Partnerbörsen rumschlagen? Also, ich kann nur für Parship antworten. Da geht der TÜV Nord jedes Jahr drüber und prüft, ob die Daten sicher sind. Das heißt so, da gibt es für Digitale, für Shops und sowas, gibt es tatsächlich den TÜV Nord, der prüft das, sind die Daten sicher. Was Fake-Profile anbelangt, also bei Parship haben wir diese Probleme nicht, weil wir tatsächlich ein paar Schwellen davor haben, wie beispielsweise den Test, der dazu führt, dass manche Leute nach 20 Minuten abspringen. Das ist sehr mühsam. Also für den Roman-Scammer ist das ein sehr mühsames Unterfangen. Er fliegt auch relativ schnell raus und er hat einfach nicht so viele Chancen, weil eben auch die Kontaktaufnahme, dadurch, dass keine Bilder da sind, nicht über die üblichen Dinge funktionieren, mit denen man jetzt normalerweise jemanden ködern könnte. Also sie kriegen natürlich mit einer Schar von schönen Fotos von attraktiven Frauen eine gewisse Anzahl von Männern immer in ein Datingportal. Und wenn die denen dann auch noch mal irgendwie ein Smiley schicken oder sowas, dann werden die vielleicht Mitglied. Das kann sein. Das funktioniert aber bei dem Angebot, für das ich zuständig bin, nicht so. Deswegen kann ich das dazu vielleicht nicht die sagen. Frage nach dem Datenschutz noch mal an dich weitergereicht. Könnte ich davon ausgehen, dass wenn ich Tinder-Nutzerin sein will, brauche ich ein Facebook-Profil. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht Tinder nutzen. Könnte ich daraus schon schließen, okay, also und wer Facebook nutzt, der interessiert sich ja eh nicht so für Datenschutz, dann wird das wohl bei den Leuten, die Tinder nutzen, auch nicht so sein? Ich glaube, dass es auf jeden Fall Implikationen hat damit, wie mit den Plattformen umgegangen wird. Also zum Beispiel, dass es halt nicht diese Hemmschwelle gibt, zum Beispiel halt irgendwie sein eigenes Bild zu zeigen, was einfach total absurd wäre, wenn du das auf Tinder nicht tätest. Also dann ja. Irgendwie sich durch zigtausend Profile zu swipen, wo halt einfach kein Bild drauf ist, das macht einfach keinen Sinn. Also in dem Sinne hat sich da schon eine andere wird einfach anders mit den eigenen Daten umgegangen, sicherlich. Die Anbieter, die Dating-Plattformen, die sind sicherlich auch zum gewissen Grad auch darauf angewiesen oder versuchen sicherlich auch viele tolle Daten zu sammeln. Also einerseits als Sozialwissenschaftler wäre es wahrscheinlich ein großartiges Tool, auf die Datensätze von OkCupid zuzugreifen. Das, was Christian Rutter auch so gerne schon öffentlich macht und bearbeitet. Also sprich Fazit, aber genau, wer aber bei dieses, Facebook aber ist und wer, also wer einfach die kulturelle Praxis hat, Bilder und Informationen über sich in die Öffentlichkeit zu stellen, in die Netzöffentlichkeit zu stellen, macht sich darüber nicht den ersten Gedanken. Also ich meine so Scams, Spams, Betrüger, Phishing-Versuche etc., das gibt es natürlich und so die dunklen und skurrilen und bösen Seiten, die werden natürlich auch gut und gerne ausdiskutiert. Ich glaube, was da gehackt wurde, war Ashley Madison oder sowas. Das deckt natürlich auch auf, dass sich dubiose Gestalten auch auf solchen Plattformen rumtreiben. Aber an sich geht es da nicht um, ich glaube, bei Online-Dating geht es da nicht um Vertrauen, sondern es ist einfach eine
Also steile These. Nicht in dem Maße, einfach weil Online-Dating schon einfach zur Strukturierung der Kontaktanbahnungen so alltäglich und normal geworden ist. Sicherlich etwas, also keine Ahnung, ich habe mich mit Online-Dating vor 5 Jahren noch nicht auseinandergesetzt und habe das erst vor ein paar Jahren sozusagen mitgekriegt, wie halt Leute in meinem Bekanntenkreis oder halt so diese Mid-20s oder wie auch immer, sozusagen anfangen, diese Online-Dating-Geschichten zu benutzen. Also das ist etwas, was sich jetzt schon zumindest in den urbanen Ballungszentren normalisiert hat. Das gehört einfach dazu. Okay, wir hatten euch im Vorfeld so ein paar Fragen geschickt und du hast geantwortet, also ich möchte nochmal zurückkommen auf das Bild der romantischen Liebe. Du hast geschrieben, Parship konstruiert Bilder der romantischen Liebe, also Moni und Flo, haben wir eben erzählt. Okay, Cupid dekonstruiert, wie denn? Was wird denn da auseinandergenommen? Ich glaube, wenn wir von, also wir haben ja viel über Gefühle und Emotionen geredet und ich glaube, bei so einer Diskussion kann man oft Sachen vermischen oder man kann schnell so Unklarheiten haben, über was man gerade spricht. Also ich glaube, ich würde schon eine Unterscheidung machen zwischen Vorstellungen und Bildern von romantischer Liebe, also wie das halt irgendwie funktioniert. Man geht irgendwie die Straße entlang und dann puff, verliebt man sich in eine andere Person und die andere tut das auch. Und das ist sozusagen diese ganze Disneyfizierung von Liebe, also das, was sozusagen auch schon seitdem es Hollywood und Babelsberg gibt, halt immer wieder produziert und reproduziert wird und sich auch tief verinnerlicht in die Vorstellung von, wie wir uns vorstellen, wie man sich zu verlieben hat und wie nicht. Und was macht da jetzt OkCupid anders? Und OkCupid macht, um diesen Vergleich zu Parship zu machen, also was du schon erzählt hast, das ist natürlich, das zieht ganz klar auf die Werbung, man verliebt sich alle 11 Minuten oder ein Single verliebt sich alle 11 Minuten auf Parship, das zieht natürlich schon nochmal ganz stark darauf ab, so okay, hier ist das Versprechen, dass ihr gewisse Intensitäten und Gefühle und Emotionen und so eure Vorstellung von romantischer Liebe bekommen könnt. Wir sind sozusagen die Vermittlungsplattform dafür. OkCupid tut das nicht, ist in dem Sinne sehr viel offener, auch was sozusagen sexuelle Orientierung angeht und lässt auch mehr Raum. Also da geht es nicht nur bei der Anmeldung darum, bin ich Mann oder Frau und stehe ich auf Mann oder Frau, sondern da geht es auch nochmal ganz stark darum, was ist meine eigene sexuelle Identität. Und daher bietet sich auch OkCupid auch nochmal sehr stark an für eine Gemeinde, die eher sich ausprobiert in nicht monogamen, polyamorösen Beziehungsformen. Okay, also jenseits von Disney. Ja, wahrscheinlich so Subkultur-Disney vielleicht auch, keine Ahnung. Jetzt gibt es ja aber eben für diese Zielgruppen, Nischen und so weiter, gibt es ja inzwischen auch die Parships und die Apps und so weiter. Also es gibt Minder, wenn ich Muslima bin. Es gibt für alle möglichen religiösen Orientierungen, gibt es Plattformen für alle möglichen Fetische, für alle möglichen sexuellen Präferenzen, würdest du sagen, Miriam? Und das ist auch gut so, also super. Weil, ja, aber Nachfrage, das bedeutet dann aber eben, es gibt zum Beispiel Vermittlungsplattformen für dicke Leute, dass auch niemand, der nicht dick ist, die Gelegenheit bekommt, diese Frau oder diesen Mann kennenzulernen. Also, dass sich alle schön in ihre Schubladen reinsortieren und sagen, ich stelle mich mal zu den Kleinen, ich stelle mich zu den Großen, die Dicken bitte nach da, die Dünnen nach da. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich auch ein Extrembeispiel. Also ich finde generell irgendwie diese Minderheiten, die da irgendwie die Möglichkeit bekommen, eben auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder Väter oder diverse, die eben nicht zum konservativen alten Dating kommen,
die bekommen da eben eine gute Chance. Ob da dieses Schubladendenken oder dieses Bedürfnis von Menschen so, also ich bin jetzt dick, also möchte ich mal da. Genau, ist vielleicht eine Möglichkeit, aber es ist irgendwie auch keine Pflicht, sich da irgendwie dann anzumelden. Aber man kann ja auch auf mehreren Profilen angemeldet sein. Also das okay. ist ja nur eine Möglichkeit on top. Immer noch eine obendrauf. Ja. Du hast eine Frage, bitte. Ja, genau. Jonathan, Erik, du hattest vorher gesagt, es gibt keinen Zwang, sich da anzumelden. In Facebook, fand ich, gab es da irgendwann mal eine Bewegung. Also wenn eine kritische Masse erstmal in einem sozialen Medium ist, dann ist es eben halt extrem störend, wenn da eine Person nicht angemeldet ist für Uni oder sonst was, egal, wenn man das verwalten muss. Gibt es da Erfahrungen, ob eben nicht nur die Hoffnung, jemanden zu finden, sondern die Angst, übrig zu bleiben, irgendwie schon den Bereich tangiert, der eben sich nicht da anmeldet, sondern im herkömmlichen Umfeld nach Partnern sucht? Die Frage habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Ich glaube, es geht darum, ist die kritische Masse so groß, dass man da hingehen muss, um überhaupt also, noch jemanden zu finden? Gibt es den unausgesprochenen Zwang? Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das würde ich für Facebook mit seinen, ich weiß nicht wie viel, zig Millionen Mitgliedern in Deutschland, vermutlich für bestimmte Altersgruppen eher bestätigen. Das kann ich bei Parship nicht bestätigen. Aber kriegen nicht vielleicht Leute, die eben jemanden suchen, aber nicht finden, dann eben doch sehr oft den Rat, ja wieso, geh doch ins Netz, melde dich doch da an. Ja, das kriegen sie bestimmt. Aber also, wohin sie gehen, ist dann die große Frage. Und wenn die Entscheidung, wohin ich gehe, die treffen die meisten Menschen dadurch, dass sie fragen, wo warst du denn im Freundeskreis und wo warst du erfolgreich? Und wenn da die meisten Leute sagen, ja, ich habe bei Parship jemanden gefunden, dann gehen die eben dann auch zu Parship und probieren es dort. Zufriedengestellt mit der Antwort, ja. Ich hatte mir einen kleinen Widerspruch noch versprochen, deswegen frage ich nochmal nach. Aber hier gibt es noch eine Frage, bitte. Hallo, ich bin Antje und mich interessiert diese Unterschiede, Parship kostet. Die anderen, die du genannt hast, die kosten nichts. Also ist es auch ein anderes Publikum. Aber kannst du gleich nochmal ausführen? Ah, okay, mit dem OkCupid käme ich nicht aus, aber Tinder, das kostet nichts, glaube ich. Da gibt es auch, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile sogar altersdiskriminierend gestaffelt. Also die alten zahlen mehr. Okay. Ja. Und das wäre jetzt meine Frage. Also, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich schöpfe mein Wissen aus dem Netz. Ich bin weder beim einen noch beim anderen angemeldet. Ich eben auch nicht, deswegen kann ich es noch nicht mal aussprechen. Aber zusammengelesen. Für mich wäre die Frage, wovon wir reden. Also wenn ich jetzt da noch, was weiß ich, was allbekannt ist wahrscheinlich, Finja, was eben nichts kostet, was das Gleiche ist. Und da bist du Experte und du bist auf der anderen Art Experte, wo ich hier... Parship und Elite-Partner, das sind ja immer die Intellektuellen, die mit Diplom und so, die da suchen. Da die anderen. Allerdings habe ich noch nie jemanden da gesehen, der angibt, ich habe Arbeitslosengeld 2. So, und meine Frage ist, was eure Erfahrung ist, du beim Recherchieren und du beim Arbeiten, wie sieht es denn aus mit den über 60-Jährigen? Sind die dann da oder da? Also, die finde ich nämlich nirgends. Also, das Geld hatte ich nicht, da mal nachzugucken. Vielleicht hätte ich den Fragebogen auch. Also bei Parship kann ich sagen, gibt es eine große Anzahl von Mitgliedern 50 plus bis 70, 80. Ah ja. Also das heißt, das ist tatsächlich auch, das ist auch ein großer Markt, weil früher gab es den Tanztee am Sonntag und da gibt es heute andere Möglichkeiten. Und es gibt allerdings auch extra Börsen, die sich wirklich direkt an die Zielgruppe 50, 60 plus wenden. Die gibt es auch. Also das Prima-Paar, das sich gefunden hat, das ihr präsentiert auf der Seite, das ist, also ich glaube, der Heiratsantrag kommt dann zum 50. der Frau oder so. Also das, diese Story wird erzählt für Leute 50 aufwärts auf jeden Fall, um denen zu sagen, hallo, bei uns seid ihr auch willkommen. Wie ist das bei OkCupid und bei Tinder? Entschuldigung. Also wie ist es? Altersmäßig. Das, also allein dadurch, dass ich nicht ganz genau weiß, inwieweit der Algorithmus bei mir wirkt oder nicht, sehe ich, glaube ich, nicht allzu viele. Also ich glaube, die größte Nutzergruppe ist die der 20- bis 35-Jährigen. Und ich glaube, das, was, also wenn man jetzt so marktmäßig rangeht, was in den letzten 10 Jahren sich verzogen hat, ist sozusagen die Erschließung der eher jüngeren Märkte. Ich meine, wie gesagt, also wenn man sich so vorstellt, wer macht denn online, also wenn man vielleicht die Frage vor ein paar Jahren gestellt hat, wer macht denn Online-Dating, denkt man sich ja, okay, die Verwitweten oder die Einsamen, Älteren,
Und die suchen dann halt so nach diesem klassischen Partner, um sozusagen noch den Lebensabend zu verbringen. Und das Online-Date oder das Date als doch relativ neue Praktik, die sich auch erstmal so hat etablieren müssen oder noch am Etablieren ist hier, die richtet sich eher an jüngere Generationen. Und da ist auch selbst der, also zum Beispiel Tinder hat auch einen Markt für die U18 Menschen. Also da muss man aber nochmal sozusagen auch bei Facebook sich als so und so alt eingetragen haben, um sozusagen auch sich mit 13- bis 18-Jährigen verkuppeln zu können. Aber das zum Beispiel sind halt... Ist das irgendwie strafrechtlich auch relevant? Also ich meine, da würde ich auch, glaube ich, mal aufpassen bei U18, beim Kinderlein zusammenbringen. Ja, genau. Ich meine, also das ist, glaube ich, auch nochmal eine Entwicklung, die Hand in Hand geht mit einer zunehmenden... also einem ernsthafteren Umgang mit Internetidentitäten. Also da fährt Facebook ja auch mehr und mehr die Linie, dass man sich nicht einfach mit irgendeinem Alias anmelden kann, sondern halt auch schön einen mehr oder weniger krediblen echten Namen gibt und auch eine Telefonnummer hinterlässt. Und das macht es, glaube ich, schon nochmal schwieriger, sich mehrere Accounts anzulegen. Ja, aber in dem Sinne ist, glaube ich, wächst sozusagen erst in den letzten Jahren dieser relativ junge Marktsegment, also diese jüngeren Nutzer an. Gibt es weitere Fragen? Jetzt würde ich mit Blick auf die Uhr gerne mal wissen, wie viele Fragen es außer deiner denn noch gibt, dort hinten. Hier gibt es noch eine. Zwei? Hier im Flur. Okay, gut, du fängst an. Ist das an hier? Ist das an. Ja, hallo, ich bin Konstantin. Ich hätte auch eine Frage an die Expertenrunde hier. Was haltet ihr denn von Apps, die so ein bisschen mit dem Konzept spielen? Denn wir reden eher so über die klassischen 1-gegen-1-Apps. So. Es gibt ja so Apps wie Double, die dann irgendwie so Double-Dates vermitteln oder Thrinder für Dreier. Dann gibt es aber auch eine Gegenbewegung. Es gibt Bumble, das wurde noch gar nicht angesprochen hier. Das wurde gegründet von einer Frau, die auch Tinder mitbegründet hat, die dann die Firma verlassen hat wegen sexueller Belästigung. Und die App löscht das Match nach 24 Stunden und nur die Frau kann den ersten Move machen. Aha, was haltet ihr von Apps wie sowas? Zum Beispiel der Chat löscht sich auch und im Gegensatz zu Tinder kannst du Fotos verschicken, was halt irgendwie bei Tinder aus gutem Grund wahrscheinlich nicht integriert ist. Mhm. Was haltet ihr von solchen Geschichten zum Beispiel? So Gegenbewegungen quasi. Gegenbewegungen, wir könnten auch sagen Diversifizierung, also gegenläufige Bewegungen, die sich verfeinern oder vervielfältigen. Miriam. Also mein erster Impuls ist irgendwie, dass das ja alles irgendwie noch viel schnelllebiger wird und irgendwie dieses Passing-Stranger-Konzept bekommt, dass man irgendwie versucht, wie als würde man jemandem in der Bahn begegnen, irgendwie die hochkomprimierten, schnellen Infos irgendwie in 45 Sekunden zu packen. Hauptsache, man gibt das perfekte Bild ab und dann verschwindet der andere womöglich oder nicht. Also finde ich jetzt, es ist ganz schön Druck dahinter. Naja, da werden halt artikulieren sich Bedürfnisse, ja, die ja, durchaus, weder das da ist auch verständlich bislang beantwortet wurden. Es trifft wahrscheinlich wieder diejenigen, also die das brauchen oder die das für sich, also ich finde es jetzt, ich habe es tatsächlich das erste Mal, dass ich davon höre. Könnte ich da mal kurz nachhaken? Denn, also die Macht wird halt bei Bumble zum Beispiel definitiv den Frauen in die Hände gelegt. Denn bei Tinder zum Beispiel muss ja anscheinend immer der Mann den ersten Move machen. Also Frauen schreiben relativ wenig zuerst, würde ich mal sagen, so im Großen und Ganzen. Ich habe jetzt keine Statistiken. Aber das ist jedenfalls der Plan bei Bumble, dass wenn die Frau zuerst schreibt, der Mann quasi einen Indiz hat, dass sie interessiert ist. Aber da gibt es dann auch genug Männer auf der anderen Seite, die... Nein, die können halt gar nichts machen. Und nach 24 Stunden... Ja, aber wen schreibt denn die Bumble an? Aber die warten. Also wen schreibe ich denn an, wenn es da... Also da müssen sich ja auch Männer anmelden. Genau, man kriegt quasi ein Match, aber nur Frauen können schreiben. Zuerst. Und danach löscht sich halt das Match, wenn nicht geschrieben wird. Nach 24 Stunden. Du möchtest reagieren? Ja, also ich danke für den Einwurf, weil es ist schon interessant, dass natürlich die Plattform natürlich teilweise krasse Probleme mit der Realität haben und die Realität sind natürlich auch sexistische oder vergeschlechtliche Verhältnisse und auch je nachdem, was so verschiedene Erwartungshaltungen sind, wer wen wie anspricht und angesprochen werden will und soll.
Und da gibt es natürlich Plattformen, wo es da halt keine Regelungen gibt, wo halt irgendwie auch andere Umgänge, je nachdem auch welches Geschlecht du hast, dann irgendwie oder welche Sexualität du angehörst, sozusagen das Bedarf, also in dem Sinne, dass zum Beispiel wenn du dich irgendwie als Frau irgendwo anmeldest, dass du dann halt stundenlang damit beschäftigt sein kannst, halt zig hunderte Nachrichten, Kackmails oder Hey und Heiß und sowas durchzugehen. Also in kurz, gute Sache. Genau, in dem Sinne reagiert das natürlich auf diese Strukturen und versucht dann natürlich halt nochmal die Entscheidungsmacht den Frauen zu übergeben und sozusagen und andere Strukturen reinzuzimmern. Ja. Okay, gut, jetzt hattest du noch eine Frage und müssen wir ins Privatgespräch auslagern, da hinten, das hier wäre die Nummer 3, die ich vorhin abgezählt habe, mit Blick auf die Uhr, muss ich deine leider kassieren. Oder wir sammeln erstmal. Machen wir es so, oder? Kannst du damit leben? Gibst das Mikro rum, wir nehmen die 3 Fragen noch mit und machen dann hier im Schweinsgalopp die Antwort runter. Genau. Also ich persönlich bin vorhin kam ja die Frage pessimistisch, optimistisch eingestellt, also sowohl, weil ich glaube, das, was Parship macht, dass diese enorme Hürde, ich muss mich prüfen, ich muss Fragen beantworten, ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen, führt zu einer gewissen Ernsthaftigkeit, wie aber auch andersrum die Oberflächlichkeit, der Menschenkonsum, ich mache das schnell, schnell, schnell. Am Ende, irgendwann muss man sich ja kennenlernen und dann entscheidet sich am Ende, wie funktioniere ich und renne ich gegen die Wand oder nicht, und deswegen glaube ich, dass es am Ende, dass die digitalen Portale am Ende das verlängern, was wir analog erleben, dass da gar nichts anderes Neues passiert, es nur auf den Punkt bringt. Wir haben Scheu, uns von mir aus im analogen Raum hier von hier, ich spreche dich mal an, kennenzulernen, da haben wir Scheu, aber im Netz sind wir anonym, da trauen wir uns was. Wir trauen uns auch über die Stränge zu schlagen, aber am Ende fällt es auf uns zurück. Aber wir lernen uns am Ende jedenfalls kennen. Ist das auch eure Erfahrung, dass es am Ende letztendlich förderlich ist? Kann man das sagen? Nehme ich als Frage auf, wäre natürlich eine brillante letzte Frage gewesen. Schufte mich ein bisschen, dass du sie jetzt schon gestellt hast. So, und jetzt kommen hier noch 2. Ja, einfache Frage. Haben die Online-Dating-Plattformen, soweit sie hier diskutiert wurden, denn auch Erfahrungen mit dem klassischen Heiratsschwindler-Typ oder Schwindlerinnen-Typ? Es wurde ja schon mal die juristische Seite angeschnitten. Okay. Ich glaube, das haben wir im Grunde mit den Schrottmails und Blödsinnsanfragen in der Tat ja schon angesprochen. Ja, gibt's. Wir können leider nicht quantifizieren, in welchem Umfang. Und jetzt du bitte noch mit deiner Frage. Hallo, mein Name ist Medina. Ich entwickle gerade eine Dating-Show, die auf Online-Dating beruht. Und meine Frage, die ich aber eigentlich eher aus dem privaten Umfeld ziehe, ist, ich bemerke, dass Leute momentan oder mittlerweile irgendwie anscheinend Schwierigkeiten haben, sich zu binden, und es irgendwie ganz lange dauert, bis jemand sagt, ich lasse mich wirklich auf jemand Neues ein, und ich höre dauernd den Satz, ich kann momentan keine Beziehung führen, ich bin beziehungsunfähig. Das kann ich von meiner Single-Phase, die vorher 8 Jahre her ist, habe ich das noch nie gehört. Jetzt höre ich das dauernd auch von Freunden, und ich würde gerne wissen, ob ihr da einen Zusammenhang seht mit der Verfügbarkeit, die es im Online-Dating gibt. Okay, also den Heiratsschwindler würde ich gerne unter den Tisch fallen lassen, weil wir, glaube ich, das in der Tat schon beantwortet haben. Natürlich gibt es da Quatsch. Ich weiß nur nicht, ob ich so ein Parship-Bogen organisiert ich glaube, da würde ich jetzt irgendwie nicht anfangen, euren Fragebogen auszufüllen und diese 1000 Hürden zu nehmen. Dann haben andere Anbieter. Finde ich vielleicht mehr im KDW in der einen oder anderen Parfümerieabteilung. Habe ich eine größere Zielgenauigkeit vielleicht, was meine Opfer angeht? Also wäre mein Tipp, wer da Interesse hat. Dann nehmen wir die Bindungsunfähigkeit vielleicht erstmal vorneweg. Ist das so? Haben denn heute alle krank mit Beziehungsunfähigkeit, und wo kommt es her? Herr Nast würde sagen, ja. Ich finde es eine spannende Beobachtung. Allerdings ich glaube die nicht, weil ich glaube, dass das ganz viele Menschen zwar anspricht, aber das ist so, jetzt habe ich endlich eine Erklärung.
Da fühle ich mich jetzt auch wieder einer Gruppe zugehörig. Also da ist auch wieder der Wunsch nach Bindung da. Und wenn es nur die Bindung ist zu anderen Menschen, die auch bindungsunfähig sind. Ich bin wie du. Ja, ich glaube, dieser Wunsch ist schon da. Ich glaube schon, dass wir tatsächlich erleben eine Zunahme von Bindungsangst, von Angst vor Nähe, von Angst vor Verbindlichkeit, verbunden aus diesem Eindruck, wenn ich mich falsch binde, verpasse ich für den Rest meines Lebens was ganz, ganz Großartiges. Nämlich das, was ich überall sonst in den Filmen sehe. Deswegen muss ich auch warten, dass es wirklich so toll wird, wie das ist, wie in diesen Filmen. Deswegen kann ich mich nicht vorher binden und ich muss noch mal gucken, ob da nicht doch noch was Besseres ist. Und natürlich, weil ich das Beste will, muss ich mich selbst optimieren, um da mithalten zu können. Da ist schon ein Kreislauf und eine Dynamik. Ich kann nicht sagen, ob die durch Online-Dating provoziert wird. Ich glaube eher, dass wir sie dadurch nur noch stärker sehen. Was würdest du sagen aus deiner Praxis? Auch, dass man das stärker sieht dadurch. Aber ich habe auch irgendwie in meinem Umfeld die Erfahrung gemacht, dass vor allem irgendwie diese Fluchttendenz irgendwie oder diese Beziehungsangst, ich würde auch nicht Beziehungsunfähigkeit sagen, vor allem irgendwie so in den ersten 2-3 Monaten passiert. Und wenn dann irgendwie diese nächste Hürde von diesem, wir sind verliebt, irgendwie die ganzen Schmetterlinge sind noch da, dann irgendwie zu einer, diese hormonelle Stress, das Stresslevel geht runter, es geht irgendwie dann ins Verliebtsein und in die Liebe. Wenn da die Konfliktbereitschaft da ist und irgendwie auch die Bereitschaft, irgendwie wirklich sich einzulassen, dann ist diese Tendenz irgendwie dieser Beziehungsangst irgendwie nicht mehr da. Aber das ist, glaube ich, ein Konflikt der erstens Verfügbarkeit in den ersten Monaten zu sagen, es gibt da bestimmt noch jemand anders, ist vielleicht ein bisschen zu schwierig jetzt, es passt gerade nicht so gut. Und wenn man dann wirklich den Mut hat, irgendwie noch eine Phase weiterzugehen, zu sagen, gucken wir mal, ob es nicht doch irgendwie passen könnte, dann besteht wirklich die Chance, langfristig da die Beziehungsangst zu bekämpfen, wenn man richtig kommuniziert. Okay, also die Coaches hier meinen, steht so im Raum, lässt sich aber überwinden, fasse ich mal so zusammen, und muss nicht immer so stimmen. Also eine Nachfrage würde sich dann schon empfehlen, wenn mir einer sagt, du, sorry, ich bin gerade nicht so weit. Dann könnte ich schon nochmal nachfragen, woran das denn wohl liegt. Ja. Okay. Nach der Bindungstheorie könnte man sagen, es ist ein vermeidender Bindungstyp und das andere ist, zieht normalerweise ängstliche Bindungstypen an. Die beiden kommen gerne zusammen, kommen aber nicht gut auf Dauer zusammen. Richtig. Ja, also das ist einfach, und das ist jetzt auch nicht ein Modell, das irgendwie neu ist, sondern das gibt es auch schon ziemlich lange. Okay, und deine Frage war, sind diese ganzen Tools, wie wir sie hier besprochen haben, in ihrer Unterschiedlichkeit letztlich nicht... ein Spiegel, also Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe vorhin Nina Wagner zitiert, die ganz viel bei Tinder war und dann sagte, habe ich keinen Bock mehr drauf, andere Leute finden nach heute Abend vielleicht, oh, sollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und alle lernen dabei was, wenn nicht über die Menschen, denen sie dort begegnen, dann über sich. Würdet ihr dem zustimmen, also quasi diesem optimistischen Fazit? Ja, also ich finde, im ersten Schritt erhöht es auf jeden Fall die Selbstreflexion. Man muss wirklich über sich nachdenken, was man von sich preisgibt, was man will und was man nicht will. Ob das dann wirklich in der Beziehung noch so diese Rolle spielt, das würde ich im ersten Moment gar nicht sagen. Ich glaube, dir ging es auch gar nicht um die Beziehung, sondern erstmal darum, dass der einzelne Mensch an seinem Endgerät was über sich erfährt, ob das mit der Beziehung dann funzt oder nicht. Zumindest bringt es ihn dazu, mehr über sich nachzudenken. Was würdest du sagen, Martin? Hilfe zur Selbsthilfe? Oder erkenne dich selbst? In gewisser Weise gibt es wahrscheinlich auch dieses Imperativ, was was halt im Online-Dating irgendwie funktioniert. Ne? Also im Sinne von, du hast, also an sich ändert sich ja nichts an den biochemischen Prozessen und psychologischen Prozessen, wenn man sich verliebt. So. Das ist ich glaube, ihm geht möglich. Es gar nicht genau, darum, dass das Liebe die, oder Nähe ermöglicht genau, wird, genau. Sondern nur lerne ich was über mich, wenn ich mich dort tummle. Ich glaub, und jetzt die kurze Antwort. Ich glaube, es sagt noch mehr aus über die Gesellschaft, in der wir sozusagen uns befinden, in dem Sinne, dass wir uns natürlich auf einmal viel mehr damit selbst konfrontieren müssen, okay, mit dem Online-Dating-Markt radikalisiert sich irgendwie diese liberale Idee der Wahlfreiheit und sozusagen der Konsumiermöglichkeiten, also wenn wir das jetzt... Also er möchte doch lieber auf die Gesellschaft gucken. Dann gucken wir mit dir, Erik, nochmal auf den Einzelnen. Die Einzelne, funktioniert das so? Kann ich, selbst wenn am Ende überhaupt keine Beziehung und kein fröhlicher Lebensabend für mich rausspringt,
vielleicht aber mit diesem Sachverhalt meinen Frieden machen, was über mich selber erfahren? Ich glaube, das ist eine Frage der einzelnen Persönlichkeit. Es wird Menschen geben, die sind dadurch euphorisiert und machen noch mehr und glauben, sie lernen was über sich. Es wird andere geben, die sagen, ich gehe lieber auf eine Party und merke dann, ob jemand sich nach 2 Minuten rumdreht und zum nächsten geht und mit dem weiterredet. Oder ob ich dann tatsächlich sage, ja, ich habe die Möglichkeit, hier Menschen kennenzulernen, denen ich sonst nie begegnet wäre und denen ich auch gerne begegnet wäre und gerne begegnen werde. Und vielleicht macht das mit mir tatsächlich auch einen kommunikativeren Menschen. Aber das ist, glaube ich, eine Frage der eigenen Persönlichkeit. Okay, also ausgewogenes Stimmungsbild. Ich fasse mal sozusagen, ja, nein, vielleicht. Also liegt wieder bei dir, was du dir aussuchst. Okay, ich danke euch allen für die angeregte Diskussion und euch allen fürs Kommen und dafür, dass ihr hier die Premiere schön gemacht habt in den neuen Gemächern. Kann auch noch ausgiebig begossen werden. Draußen stehen Getränke. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wenn ihr denkt, ach, welche Plattform war das nochmal? Da wollte ich mich doch anmelden. Ihr könnt euch das nochmal anhören in diesem total coolen anderen Medium Radio. Am 17. April, D-Radio Wissen im Hörsaal, senden wir die Diskussion, steht danach auch online. Und am 27. April bitte wieder hier einfinden, dann der nächste Salon. Wie viel Utopie steckt im Netz und was können wir vom Netz der Nischen lernen, in denen wir ja heute zumindest auch schon teilweise unterwegs waren? Vielen Dank.